Ja, hallo und willkommen bei Go Aquaponik. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich dachte, heute spreche ich mal mit euch ein bisschen darüber, ob das überhaupt Sinn macht, für einen selber so ein Aquaponik-System anzulegen. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen muss, bevor man so ein Aquaponik-System anlegt. Und ich würde gerne mal heute auf ein paar Punkte eingehen, die ich denke, die so ganz wichtig sind. Ja. Der erste Punkt wäre halt natürlich einmal mein Standpunkt, mein Standort, wo lebe ich? Denn für jemanden, der hoch im Norden wohnt, ich sag mal Finnland, Schweden, wo die Winter sehr lang sein können und auch sehr kühl sein können, ist es vielleicht gar nicht unter Umständen von Vorteil, sich ein Aquaponik-System anzulegen. Denn wenn da zusätzlich noch die Stromkosten relativ hoch sind, kann das Ganze natürlich auch extrem teuer werden und sich unter Umständen am Ende gar nicht rentieren. Denn die Pumpe kostet nicht viel Strom, die Umweltpumpe kostet auch nicht viel Strom. Was am Ende allerdings den Stromenergieverbrauch ausmachen würde, wäre in dem Fall dann den Heizstamm. Denn wenn ich, je nachdem, was ich für Fische nehme, wenn ich zum Beispiel Tilapia nehmen würde, irgendwo hoch im Norden, in Norwegen, und wie gesagt, das sind ja Fische, die eigentlich auch subtropische Fische, dann kostet mich das natürlich extrem viel Geld, am Ende mein Wasser aufzuheizen. Ja? Je nachdem, wie groß dann das System ist, kann das schon ein einiges an Kosten sein. Ja? Ich habe hier in dem Fall einen 500-Liter-Tank. Und ich habe bei mir hier einen 300 Watt Heizstab drin und das ist nicht mal wirklich genug. Also ich habe festgestellt, ich müsste eigentlich auf einen 500 Watt Heizstab umstellen. Und das sind natürlich schon extreme Kosten, wenn man sich dann überlegt, dass der 500 Watt Heizstab 24 Stunden am Tag läuft. Ja? Also das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten dabei. Zusätzlich ist es natürlich folgendermaßen, wenn man jetzt, sagen wir mal, hoch im Norden lebt, wo die Tage im Winter relativ kurz sind, kann es natürlich auch sein, dass man zusätzlich noch mit einer künstlichen Lichtquelle arbeiten muss. Und das sind natürlich nochmal weitere Kosten. Wenn man dann noch eine Natriumdampflampe verwendet, zum Beispiel, die, sagen wir mal, 400, 600, vielleicht sogar 1000 Watt hat, plus wir haben den Heizstab, dann sind wir fast bei 1500 Watt Verbrauch, dann nochmal dazu die Pumpe, könnt ihr euch ausrechnen, ich weiß nicht, wie viel die Kilowattstunde kostet zurzeit. Das waren damals mal 19 Cent, ich schätze mal, das wird schon weit über 20 Cent jetzt sein mittlerweile. Da sind wir natürlich bei mehr als ein paar Euro Kosten am Tag dann. Und da ist die Frage, macht das wirklich Sinn? Ich denke, was gerade für Leute, die, sagen wir jetzt mal, in der Stadt wohnen, so wie ich bei mir hier, ist Aquaponik schon eine sehr coole Geschichte, denn in dem Fall haben wir halt die Möglichkeit, unser System, wenn wir es mobil holen, reinzuholen im Winter. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, sagen wir mal, auf kleinen Raum das Maximum rauszuholen. Ja? Also in Deutschland sollten wir uns definitiv, denke ich mal, nicht davon abhalten lassen. Gerade wenn man, sagen wir mal, eine Terrasse oder einen Balkon hat, kann man sich schon ein kleineres System anlegen, so wie das hier hinter mir, mit einem ganz einfachen Beet. Oder halt, das, was ihr hier hinter mir seht, dazu könnt ihr halt euch auch kostenlos die Anleitung runterladen bei mir auf der Webseite. Basieren dann auf einem IKEA-Ständer im Prinzip, dass man das Ding einfach hin und her schieben kann. Damit ist es komplett mobil und man kann das zumindest umgehen, dass man in der Winterzeit nicht das komplette System abbauen muss und dann auch wieder neu starten muss. Denn das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ja, gerade ein Aquaponik-System, da es halt ein Ökosystem ist und es etwas Zeit braucht, bis es wirklich komplett sich entwickelt hat, wäre es natürlich extrem schade, wenn man das Ganze im Winter stoppen muss. Da muss man ja im Sommer wieder starten und was mit den Fischen machen. Das ist ja natürlich auch noch so eine Frage. Also das sollte man auf jeden Fall in meinem Hinterkopf behalten. Wohnt man in einem Ort oder wohnt man in einem Land wie Südspanien oder wohnt, sagen wir jetzt mal, im Süden von Portugal oder vielleicht sogar Australien, wo es teilweise sehr trocken sein kann, ist es, denke ich mal, schon eine ideale Geschichte. Auch in subtropischen Ländern ist es ideal, denn dadurch braucht man nicht die extra Lichtquelle und wir brauchen auch den Heizstab, wenn überhaupt, nur für einen sehr kurzen Zeitpunkt. Das Schöne daran ist dann natürlich auch, man könnte dann wieder noch ein Stück weiter gehen und sagen, okay, ich würde sogar so weit gehen und das Ganze vielleicht komplett über Solar laufen lassen. Denn im Süden habe ich natürlich mehr Sonne und damit habe ich dann natürlich die Kosten komplett ausgeschaltet. Ja, damit wäre das Ganze im Grunde umsonst.
Und die letzte Frage beinhaltet natürlich wie immer auch die Kosten. Also desto höher ich in Norden wohne, desto mehr Kosten habe ich dann natürlich, wenn ich künstliches Licht noch kaufen müsste zusätzlich und wenn ich zusätzlich einen Heizstab noch kaufen muss und zusätzlich dann halt auch entsprechend dadurch wieder höhere Stromkosten habe. Weiterer Punkt wäre auch, was die Kosten betrifft, halt Materialien. Desto größer das System ist, wenn wir jetzt sagen wir mal wirklich planen würden, ein System zu bauen, wovon wir uns komplett selbst ernähren können, brauchen wir entsprechend vorher erstmal IBC-Lebensmitteltanks. Wir brauchen dazu im Prinzip unsere Pumpen. Wir müssen das ganze Equipment kaufen. Wir müssen die verschiedenen Tester kaufen. Und da ist natürlich die Frage, bin ich dazu bereit? Ich denke, dass das Coole ist beim System, wenn es dann erstmal läuft, kann es sehr produktiv sein. Noch fast produktiver als ein Garten, weil man halt einfach wirklich permanent dafür sorgt, dass die Pflanzen optimal versorgt sind und das Ganze läuft automatisch eigentlich ab. Aber das sind natürlich Sachen, die man sollte man im Kopf behalten, denn ein großes Aquaponics-System beinhaltet natürlich erstmal größere Kosten am Anfang, aber wenn es dann erstmal einmal läuft, hat man entsprechend auch super viele permanent Sachen, von denen man sich ernähren kann und ich denke, das ist eine sehr coole Sache. Also, liebe Freunde, wie immer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir einfach hier unten Kommentare, Anregungen, Fragen, alles, was euch da so zu durch den Kopf geht. Daumen hoch, wenn euch das Ding gefällt. Und ich würde sagen, dranbleiben, falls ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.